Hauptsache Wichtig wichtig ist ist dein dein Holz, Holz, glaube glaube ich. ich. Na gut, da habe ich jetzt fast 3 Stacks im Moment. Um bearbeitetes Holz. Ja. Kommt ja noch mehr raus. Die Diamanten lassen wir nicht hier. Warum nicht? Die Diamanten, nachher klaut sie wer. Hier ein Creeper. So. Ich würde sagen, oh du Schande. Ich denke mal, der Rest kann eigentlich soweit hier bleiben. Mann, ich warte jetzt gerade echt noch drauf, dass dieses Golderz hier fertig ist. Verstauben. Hier. Eisenerz reinpacken. Normale Eisenbarren können wir mal mitnehmen. Die 13 Stück, die ich hier Jo. Kohle. Ach ja, das kann hier bleiben. Kohle ist übrigens nicht mehr viel übrig geblieben. Ich habe noch drei. Ich habe 56 56 von 3 drei Stacks. Stacks. Haben wir noch hier irgendwo etwas drin? Da sind noch drei. Haben wir draußen noch welche drin? Nee. Da ist ein Stack. Das reicht erstmal für den Anfang für mich. Ja. Vorübergehend, denke ich mal. Brauchen wir noch Sand? Ja. Sand und Sandstein brauche ich dann ja drüben wieder. Als hätten wir davon nicht genug da hinten. Theoretisch ja, praktisch gesehen nein. Ja, ich könnte ja hier wieder. Haben wir noch von dem lila Holz? Ne, ich glaube nicht mehr. Oh. Habe ich ja alles zu Sticks verarbeitet. Die Sticks können wir mitnehmen. Habe ich schon da. Gut. Ja gut, damit ist dann gehen wir los. Ich habe nämlich so gut wie nichts dabei, aber ich brauche da auch nichts hierfür. Mama, ich gehe nach Lutz. Sollten uns hier irgendwie einen Tunnel durch diesen Berg hier bauen, irgendwann. Einfach mal die Turtle anweisen, einen Tunnel zu bauen. Müssen wir nämlich immer hier am Strand entlang gehen. Mag man es eigentlich? Besonders nicht welches, was von oben kommt. Ich bin ein echter Gamer. Hier wollte ich hin. Gibt ja in der neuen Version sogar eine extra Taste für Sprinten, ne? Jo, das weiß ich gerade gar nicht. Ich habe immer noch Doch. nicht upgedatet. Deswegen. Weil noch nicht die Mods und so da sind. Also was heißt Mods? Die NC-Patcher war gestern, ist zwar gestern endlich da gewesen, aber... Gut, ich arbeite ja gar nichts in der Richtung damit, deswegen. Ja doch, ich habe schon immer zumindest ein Source Pack. Also... Texturen-Package. Aber da gibt es ja auch dann buntes Glas. Ja. Finde ich eigentlich, finde ich eine coole Erneuerung. Ja, ich auch. Guck mal, Bienen. Da könnte man sich, könnte ich mich mal demnächst mal mit befassen. Da mache ich mich mal schlau drüber, was man da alles mitmachen kann. Wahrscheinlich nicht viel. Ja, weiß ich nicht. Muss ich ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Home, sweet home. Ich glaube übrigens nicht, dass die Kisten hinten reichen werden, nur. Wahrscheinlich nicht. Der gräbt sich ja dann bis nach ganz unten durch. Ich kann direkt erstmal wieder zur Turtle rennen, weil ich glaube, die Turtle hat mich nichts weiter gemacht. So das Chunkladen und so. Natürlich geil, wenn sie es getan hat, aber ich sehe es jetzt schon, sie hat es nicht. Es
So, dim. Oh, wieder Shopperboten aus. Uiuiui. Uiuiui, aber schon gut Zeug mitgenommen. Koks. Also Koks ist auf jeden Fall extrem gut für die Kirby. Dafür braucht ihr echt nicht so viel von. Ja. Aber hier ist jetzt alles Sand weg. Ich will die ja nur zum Sandfarmen nutzen. Richtig schönes, geiles Loch drin haben. Ja, wir wollen unsere Umwelt ja verschönern. Ach so, wie du mit den Creeper-Löchern alles verschönert hast. Wie du jetzt gerade mit Erde ausfüllst. Ja. In der Wüste. Was den Sinn hat, dass du hier die Saplings draufpacken kannst. Dann mindestens ein bisschen weiter weg, oder hast du es direkt dran gemacht? Ja, das ist schon ein kleines Stück. Das ist schon... Hast du Knochen noch da? Die sind in der Kiste. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal schlafen, damit wir auch unsere Spawnpoints... Haben wir die Betten überhaupt hier? Ja, haben wir. Ja. Dann gehen wir jetzt mal schlafen, dann haben wir die Spawnpoints hier, wir haben Tag. Und dann können wir uns gerade noch so um die Mauer, also noch ein bisschen das Haus. So lange haben wir auch nicht mehr. Ich liege. Und guten Morgen. Moin. So, Musik. Oh. Knochen. Saplings, Knochen. Okay, hab. So, wann hatten wir angefangen aufzunehmen? Kurz nach 5, ne? Jo, ich glaube. Einfach nur 4 direkt nebeneinander war das. Ja, nicht? Genau. Und tonnenweise Mehl. Dann fehlt ja noch ein bisschen Erde. Oder? Nee, das bleibt dann auch auf diesem 4x4. Ja, nee, es geht darum, dass hier die Erde ja anständig drumherum ist. Ja, dann hätte ich eher noch was Erde drumherum gebaut. So. Oh Gott, siehst du verkrüppelt aus. Oh mein Gott, vor allen Dingen so. Die Farbe ist alles andere als gesund. Okay, bei dir sieht ja noch einigermaßen anständig aus. Guck dir mal hier. Jawohl. Das ist gewollt so. Egal, wir haben auf jeden Fall einen schönen dicken Baumstamm irgendwo in der Gegend rumstehen. Haben wir schön gemacht. Das nenne ich Teamwork. Jawohl. Ja, wie gesagt, bei mir ist der halt oben so, ach, jetzt fängt er langsam an, sich richtig zu laden. So, ich darf jetzt weitermachen mit Sand. So, Holz. Nein, Sand. Holz. Sand. Ich Holz, du Sand. Okay. Du Holz. Holzkopf. Ja, genau. So. Hop. Jetzt fängt das wieder an. Ich hab's ja irgendwie gar nicht vermisst. Echt, also gar nicht, Leute. Das meine ich vollkommen ernst. Ach, okay, so schlimm sieht der Baum dann doch nicht aus. Er hat sich bei mir endlich vollgeladen. So, machen wir einfach mal ein paar Steintreppen, Holztreppen. Genau, so. So, und jetzt kommt eine große Frage. Dürfte dann noch dich betreffen? Wie, jo, was denn? Soll ich hinten die Wand
einmal komplett abziehen und dann neu hochziehen oder soll ich einfach ein neues Layout drauflegen? Puh, das kannst du eigentlich handhaben, wie du magst. Dann werde ich da sehr wahrscheinlich einfach eine neue Wand drauflegen. Die Bewandtnis ist, dass es mich weniger Erde kostet. weniger Sand. Ja, seid mal schnell genug, dankeschön. So. Das schließt dann hier vorne auch schön ab. Ja. I do like. Aua. Natürlich habe ich. Ich bin so gut. Eingebildet. Nix Neues. Weiß. Ich bin leider gerade tot. Da. Da. So. Das ist ja der Sandstein, ich brauche den Sand. Gott, ey, so hoch ist es nicht. Also so viele Sandsteine kriege ich da, so viel spare ich da auch nicht mit, richtig? Oh, ich habe die Turtle nicht neu ausgesetzt. Sand zu farmen. Müsste ich eigentlich hier mal machen. Von hier hin. Von hier. Die Box rein und dann X warte. Das war eigentlich anders geplant. Naja, egal. Machen wir ab hier. So, war ich. Hier war ich. An der Mauer. Mann, was für eine Diskriminierung. Da muss ich an der Mauer arbeiten. ja, intelligent. Intelligent? Was ist intelligent? Dass ich anstatt eine, dass ich eine Spitzhacke einpacke, anstatt eine Axt für Holz. Ah. Komm. Kann nicht jeder so perfekt sein wie ich. Mhm. Ist gleich richtig auf den Mund. Nö. Nicht wirklich. Und so was mache ich mir nicht die Finger schmutzig. Stimmt, ich darf da nach Hause laufen. Genau. Aber eigentlich relativ flott, wenn du halt ein bisschen Stein hast. Es stagniert halt immer nur, sobald die Ressourcen halt knapp werden. Halt immer das Ätzende dabei. Das geht dir, glaube ich, genauso. Jo. Das ist der Nachteil an Survival Mode. Auf der anderen Seite ist Creative Mode auch viel zu... Ich meine, Survival Mode selber ist ja auch schon viel zu einfach geworden, ja? Die ganze Batterie und so. Ja. Überlegt, wie lange wir früher... Früher war das besser. Wie lange wir früher da rumgeackert haben und uns vergraben haben und versteckt haben. Angst hatten vor Zombies, weil wir denen nichts entgegensetzen konnten.